Ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video vom Zentrum Osteovital. Mein Name ist Rohit Mathur. Eines der häufigsten Fragen beim Kinesiotaping, die ich immer wieder bekomme, ist, welche Farbe sollte beim Kinesiotaping tatsächlich verwendet werden? Die Tapes, wie ihr sie hier seht, und die unterschiedlichen Farben weisen keinerlei Unterschied an der Beschaffenheit und ihren Eigenschaften aus. Ja, das Material von allen Farben ist dasselbe. Sie haben identische Dehnfähigkeiten und auch die Stärke ist die gleiche, also dasselbe. Ja? Es gibt zwei Möglichkeiten, die Farben trotzdem unterstützend zur Therapie auszuwählen. Ja? Ich möchte aber darauf hinweisen, dass in erster Linie die richtige Anlagetechnik entscheidend ist und die Farben einfach als ein positiver Aspekt nochmal zusätzlich hinzukommt. In meiner Praxis verwende ich zum Beispiel kinesiologische Tests an und entscheide dann, welche Farbe ich einsetzen werde. Diese kinesiologischen Tests sind nicht zwingend notwendig und auch nicht wissenschaftlich belegt. Ich glaube aber fest daran, dass es einfach eine verbesserte Wirkung gibt. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, vor allem daran, dass auch die Tapes einfach ein bisschen länger auf der Haut halten. In einem weiteren Video in diesem Taping-Kurs werde ich dir zeigen, wie man so einen kinesiologischen Test durchführt. Es braucht aber viel Erfahrung und auch Übung, bis man diesem Testergebnis Vertrauen schenken darf. Eine weitere Möglichkeit ist es über die gängige Farbenlehre. Diese Möglichkeit ist viel einfacher und auch unkomplizierter. Für den Beginn würde ich dir auf jeden Fall erstmal diese Methode empfehlen. Ja? Du hast bestimmt selber die Wirkung von Farben wahrgenommen, wenn du zum Beispiel ja, einen Raum betreten hast. Sind die Wände blau angestrichen, hast du ganz andere Wahrnehmungsempfindungen, als wenn du einen Raum mit roten Wänden betrittst. Die gängigen Farben sind die hier, das heißt blau, pink, schwarz und beige, also Hautfarbe. Ich nutze in meiner Praxis ausschließlich diese vier Farben. Mittlerweile die ganzen Hersteller produzieren auch weitere Farben. Das sind meistens Trendfarben und treffen den Geschmack der unterschiedlichen Menschen. Nun aber die Wirkung der Farben nach der Farbenlehre. Die Farben Orange, Rot, Pink, Gelb wirken aktivierend und anregend. Würde nun zum Beispiel ein Therapeut diese Farben, also Pink zum Beispiel, auf einen hypertonen Muskel, also auf einen Muskel, der zu viel Spannung aufweist, kleben, könnte es sein, dass dies dem Patienten ein unangenehmes Gefühl auslöst. Denn statt zu entspannen, wird weiter aktiviert. Dasselbe gilt zum Beispiel bei entzündlichen Strukturen. Ja? Aktivierende Tapefarben sind hier wirklich fehl am Platz. Hier muss einfach eine andere Farbe rauf. Weist ein Muskel dagegen zu wenig Spannung auf, können diese Farben wirklich anregend wirken. Daher Rot, Pink, Gelb dann anwenden, wenn die Strukturen schwach und energiearm sind. Die Farbe Blau, Dunkelblau und auch Grün wirken beruhigend und entspannend. Diese Farben setzt man zum Beispiel bei verspannter Muskulatur ein, wenn man einfach zu viel Spannung auf der Muskulatur hat. Die Farben Weiß, Beige und auch Schwarz wirken meist neutral. In manchen Fällen entscheidet halt auch die Eitelkeit des Patienten. Zum Beispiel, wenn die Taping-Anlage unauffällig sein sollte, wendet man meistens Beige an, also hautfarbene Anlage. Meiner Meinung nach sollte man die Wirkung der Farben nicht unberücksichtigt lassen, diese aber auch nicht wirklich in den Vordergrund der Therapie stellen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bleib fit, bleib gesund, bleib in Bewegung. Bis dann. Ciao.